Wir blicken in die USA. In New York begrüße ich unseren Korrespondenten Klaus Prömpers. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen berät über eine Resolution zur Ukraine. Die hat unter anderem auch Deutschland eingebracht. Was steht da eigentlich drin? Diese Resolution, die gerade zur Stunde eingebracht wird und dann gegen Mittag unserer Zeit, also in 2 Stunden etwa, verabschiedet werden wird, wahrscheinlich nicht mit der Mehrheit aller Stimmen der Generalversammlung, schon gar nicht mit den Stimmen der Russen. Gespannt ist man auf die Stimmabgabe der Chinesen. Beinhaltet natürlich eine Verurteilung der Volksabstimmung in der Krim am 16. März. Sie lehnt ab, das Ergebnis, was Russland als Ergebnis ansieht, anzuerkennen und versichert der Ukraine und ganz Europa, der ganzen Welt, dass die territoriale Integrität der Länder weltweit geachtet werden muss. Und das gelte insbesondere nun in diesem Fall für die Ukraine. Faktisch wird das natürlich nichts ändern, denn es ist keine bindende Resolution der Generalversammlung, sondern allenfalls ein moralischer Imperativ, den die Generalversammlung mit einer abzuwartenden Mehrheit hier abliefern wird am Mittag unserer Zeit. Am Boden, in der Krim, in der Ukraine, im Verhältnis zwischen Russland und den USA, im Verhältnis zwischen Russland und Europa, wird das nicht viel ändern, glaube ich. Dann wird es natürlich interessant sein, wie die russische Delegation abstimmen wird, wenn in der Resolution die territoriale Integrität der Ukraine proklamiert wird. Der Internationale Währungsfonds macht wohl Milliardenkredite für die Ukraine frei. Das bedeutet, dass dann, danach, auch die Europäische Union, Japan und die USA zusätzliches Geld geben können und geben werden. Wie viel Geld bieten die Amerikaner eigentlich den Ukrainern an? Amerikanischer Kongress und Senat haben mittlerweile einen Kompromiss erzielt und haben beschlossen, dass sie $1 Milliarde als Kredit geben werden der Ukraine. Das stotterte erst ein wenig in beiden Häusern des Parlaments wegen der unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse. Ursprünglich hatte die Regierung von Präsident Obama in diesem Gesetzesvorschlag gleich eine Änderung der IWF-Statuten, also des Internationalen Währungsfonds, mit verabschieden lassen wollen. Dagegen sperren sich die Republikaner, deswegen wurde das dann vom Senat rausgenommen. Und mit der nun überarbeiteten Resolution, wo diese Modifikation nicht drin enthalten ist, kann man das Paket im Senat und im Repräsentantenhaus abstimmen, sodass $1 Milliarde frei werden als Kredit für die Ukraine. Der Internationale Währungsfonds hat insgesamt eine Tranche von bis zu $16 Milliarden zugesagt, die aber an scharfe Bedingungen geknüpft sein wird. Das heißt für die Ukraine beispielsweise, dass sie starke Einsparungen vornehmen muss im Personalsektor. Das wird schmerzen, gerade so kurz vor den Wahlen, die für den 25. Mai angesetzt sind. Darüber haben wir eben gesprochen. In der Tat, gestern hielt der amerikanische Präsident Barack Obama eine vielbeachtete Rede im Anschluss an seinen Besuch bei der NATO. Er forderte unter anderem die Europäer auf, ihre Verteidigungsetats zu erhöhen. Wie ist die Rede in den USA eigentlich aufgenommen worden? Hier ist sie im Grunde beifällig aufgenommen worden, weil die USA haben lange innerhalb der NATO darauf gedrängt, dass sich alle NATO-Partner dazu verpflichten, 2% ihres Bruttosozialprodukts für Verteidigungsanstrengungen auszugeben. Die Bundesrepublik und andere europäische Staaten tun das seit längerem nicht. Allein Großbritannien und Frankreich übererfüllen diese 2% noch in Europa. Alle anderen liegen weit drunter, mehr oder weniger weit drunter, muss man sagen. Der Appell Obamas aber war natürlich auch geboren aus der Tatsache, dass seit 1989, seit dem Fall der Mauer, die Anzahl der amerikanischen Truppen, der amerikanischen Installationen, Kasernen, Flugzeuge, Schiffe in Europa wesentlich verringert worden sind. Waren es 1989 noch 400.000 Soldaten in Europa, so sind es mittlerweile nur noch 70.000 amerikanische Soldaten und die ja auch überwiegend sozusagen im Turnaround im Irak- und Afghanistan-Krieg in Europa stationiert waren. Nun soll durch mehr Soldatenwechsel in Europa die Präsenz der Amerikaner wieder gestärkt werden. Zusätzlich haben die Amerikaner bereits Flugzeuge nach Polen verlegt und in die baltischen Staaten. Allerdings muss man auch sagen, vieles daran ist, wenn ich so sagen darf, Window Dressing, also fürs Schaufenster. Denn vieles von dem, was da jetzt so laut rausposaunt wird, gibt es ja schon längere Zeit. Die baltischen Staaten sind seit Eintritt in die NATO von anderen NATO-Partnern luftraummäßig begleitet und überwacht worden, um deren Angst gegenüber der Russischen Föderation abzubauen. Klaus Prömpers, vielen Dank nach New York für diese Informationen.